Ich muss ehrlich sagen, dass ich vorher immer oberflächlich von mir selbst gesagt habe, okay, Frauenrechte sind irgendwie wichtig, aber mich mit dem Thema nicht näher beschäftigt habe. Erst als ich mit 18 den Irak bereiste, wurde ich irgendwie für das Thema sensibilisiert. Denn in diesen Ländern sind Frauen eine besondere Form von Gewalt und gesellschaftlicher Ausgrenzung ausgesetzt. Und ich habe leider auch sehr schlimme Erfahrungen machen müssen. Mir ist bewusst geworden, dass wenn wir Frieden haben möchten in diesen Regionen, müssen wir die Rechte der Frauen stärken. Denn Frauen sind der Schlüssel zum dauerhaften Frieden. Während meiner Reisen habe ich gemerkt, dass in patriarchalisch geprägten Kulturkreisen Sexualität verteufelt und tabuisiert und unterdrückt wird. Deshalb schließen sich auch so viele Männer islamistischen Gruppierungen an, um eben diesen Zugang zu Frauen zu erhalten und sich mal so richtig sexuell austoben zu können. Das können wir uns hier im Westen gar nicht vorstellen, auch wenn ich mit Menschen darüber spreche. Aber Männer, die in einer Gesellschaft groß werden, wo außerehelicher Geschlechtsverkehr nicht geduldet wird, bauen einen enormen Druck auf und die Folge daraus ist leider, sie werden aggressiver. Und das größte Problem, was wir leider hier im Westen haben, dass sich viele Feministinnen für eine geschlechtergerechte Sprache einsetzen, ihr Kampf sich immer gegen den alten weißen Mann richtet und sie sich aber nicht trauen, Probleme in patriarchalen Kulturkreisen anzusprechen. Und liebe Feministinnen, wenn wir das nicht tun, dann verhöhnen wir die Seite der Opfer. Und man muss lernen, Kopftuchzwang, Zwangsehen und auch den Jungfrauen waren, dass wir unsere Sexualität nicht ausleben dürfen, unsere Bedürfnisse haben, aber sie nicht ausleben können, anzusprechen und sich kritisch damit auseinanderzusetzen, ohne mit dem Vorwurf konfrontiert zu werden, Rechten in die Hände zu spielen. Wer das nicht tut, ist in meinen Augen leider keine Feministin. Für mich bedeutet Freiheit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und eigene Entscheidungen treffen zu können, unabhängig von der Familie oder dem Umfeld. Leben, lieben, ficken, wie und wen man möchte. Diese Freiheit ist nicht selbstverständlich, wenn wir uns Frauen wie Hatun Suruç anschauen, die von ihrem eigenen Bruder erschossen wurde, nachdem sie gesagt hat, ich darf ficken, mit wem ich will und wann ich will. Es ist unsere Aufgabe, ja, uns deshalb für die Freiheit dieser Frauen einzusetzen.